Die Jünger sollen sich durch das Kommende nicht verwirren lassen. Und doch wird das Kommende alles enthalten, was verwirren kann. Alles, was Zweifel, Furcht, Unglaube, Angst und Schrecken in ihnen erwecken kann. Es wird alles enthalten, was sie vom Herrn abbringen könnte. Denn es könnte ihnen zu schwer werden, beim Herrn zu bleiben. Aber der Herr sagt, euer Herz verwirre sich nicht. Es bleibe stark und werde stark. Die Jünger sollen nichts von dem, was sie notwendig als schreckhaft empfinden werden, als solches betrachten. Sie sollen, auch wenn alles ringsum höchste Unruhe und höchster Schrecken sein wird, eine höchste Ruhe wahren, die zu allem fähig ist, auch dazu, die äußerste Nacht, die sie umgibt, als ein Werk Gottes, ja, als dessen strahlendstes Werk zu verstehen. Darum empfiehlt er ihnen den Glauben. Wir wissen, dass Jesu Wort, liebe Schwestern und Brüder, immer höchst aktuell ist, aber ich finde auch diese Auslegung von Adrien von Speyer, diese Gedanken, höchst aktuell. Manchmal neigen wir dazu, uns ein wenig Leid zu tun, in welch schwierige Zeiten wir gestellt sind, auch kirchlicherseits. Und es stimmt. Wir könnten uns ein wenig damit trösten, dass wir auf einem relativ hohen Niveau jammern, wenn wir etwa an unsere verfolgten Schwestern und Brüder denken. Auf der anderen Seite aber ist diese Situation für die verfolgten Schwestern und Brüder in gewisser Weise, man mag mich recht verstehen, bitte, leichter. Denn die Fronten sind klar. Bei uns sind sie nicht klar. Bei uns läuft ein ganz merkwürdig subtiler, schleichender Prozess, der wache Menschen genauso in höchste Unruhe versetzt. Und dennoch gilt immer das Wort Christi. Euer Herz verwirre sich nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es ist das erste Mal im Johannesevangelium, dass Jesus diese Teilung vornimmt. Sonst nimmt er das ja immer zum Anlass, sozusagen eine Durchlässigkeit. Wir haben das gestern noch gehört. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Eine Durchlässigkeit zu schaffen. Aber er weiß, dass es in gewisser Weise eine Trennung geben wird durch das Kreuz. Wir stehen in der Nacht vor dem Freitag, da Christus am Kreuz enden wird. Er hat nicht mehr die Kraft, die Jünger zu trösten. Und die Jünger merken vielleicht, dass er die letzte Distanz zu Gott auswandert, den entferntesten Punkt von Gott einnimmt, wenn er nach Gott schreien wird am Kreuz. Warum hast du mich verlassen? Wie das viele tun, in ihrer Not, in Verfolgung oder in ihrer Verwirrung. Aber genau weil Jesus dies weiß, sagt er uns heute genauso wie den Jüngern im Abendmahlsaal dieses Wort. Euer Herz verwirre sich nicht. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Auch wenn wir an Jesus irre werden mögen, an den Zumutungen, die sein Wort enthält, an dem, wie entstellt sein Leib, die Kirche, zuweilen erscheint und auftritt, auch heute. Der Glaube an Gott, der Glaube an den Vater darf nie erschüttert werden, denn letztlich ist es die große Einheit. Alles als das große, lichtvolle Werk Gottes verstehen zu lernen, das ist unsere Aufgabe. Und Jesu Wort ermutigt uns dazu immer aufs Neue.